Hallo Freunde des Sports in der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Spielerkarriere unseres nächsten Spiel gegen Everton in der Barclays Premier League. Everton momentan auf Platz 7, wir auf Platz 4, können nach vorne zwei Plätze gut machen, wenn alles günstig für uns läuft. Und deswegen schauen wir doch mal, was heute so geht. Ob unsere Mannschaft wieder ein bisschen besser eingespielt ist oder ob es hier wieder an uns liegt, das Ganze zu entscheiden. Schöne Passstaffetten hier auf der linken Seite. Und jetzt hier der Lauf nach innen und außen steht Mikel, der allerdings nicht schießt, sondern es wieder uneigennützig probiert. In dem Fall vielleicht die schlechtere Variante. Hazard wird dort, na, das war nicht ganz fair. Und deswegen gibt es den Freistoß. Den führt wahrscheinlich sein Bruder aus, Eden Hazard. Und den wird er direkt machen, wie es aussieht. Und Joel ist dran. Aber Baines mit einer etwas dürftigen Abwehr. Den hätte er relativ leicht klären können. Hat es allerdings nicht geschafft. Und wir kriegen hier einen Eckball in die Mitte. Hazard versucht's, aber jetzt ist die Frage, schafft man es noch oder. Gut, der letzte Pass. Den hätten wir dann doch nicht mehr gebraucht. Ivanovic, Willian und in der Mitte Mikel Hazard und super kombiniert zum 1 zu 0 hier. Auf engstem Raum hat Mikel da nochmal einen richtig starken Pass rausgeholt und Hazard hat Glück, dass er den Gegner da tunneln kann. Damit der Ball auch unhaltbar geworden, glaube ich. Vorher wäre der Torwart vielleicht noch rangekommen, so war er dann doch recht schwierig zu nehmen. Neuntes Tor für Eden Hazard. Für linkes Mittelfeld eigentlich schon eine recht hohe Marke. Aber wie gesagt, wir spielen ja auch mit einem System, das eigentlich komplett auf den Stürmer ausgelegt ist. Das heißt, wenn der Stürmer nicht trifft, dann ist es wohl einer der drei anderen Offensivkräfte. Oh. Oviedo, der kriegt es da ein bisschen zu leicht hin, an unseren Leuten vorbeizukommen. Coleman auf Gibson und momentan finden sie erst einmal auch keinen Weg. Jetzt hier in der Mitte Barkley komplett frei auf Lukaku. Spielen sich weiter in den Ball hin und her und das wäre ein Foul. Gilt noch als Vorteil, Barkley auf Lukaku. Wirkt ein bisschen ideenlos gerade, denn wir verteidigen wieder mit Minimum 6 Leuten hinten. Oh, das war sehr riskant. Allerdings der Gegner nichts draus gemacht. Und irgendwann kommt dann halt das Schüsschen von Gibson, der sich hier ein Herz fasst, aber sehr ungefährlich, das Ding. Aber das die defensive Macht von Chelsea. Da muss man erst einmal irgendeine Idee haben, da durchzukommen. Ivanovic jetzt auf rechts und wir stehen eigentlich bereit, aber werden nicht gesehen. Jetzt werden wir gesehen und da ist das Ding mit voller Kraft. 2 zu 0. Am Ende hat sich die Positionierung doch gelohnt. 2 zu 0 für Chelsea gegen Everton. Und das auch wieder. Eine richtig gute Kombination, also die Mannschaft wieder ein bisschen besser drauf als beim letzten Mal, kann man jetzt schon sagen. Ob das das ganze Spiel über so ist, kann ich natürlich erst am Ende bewerten, aber wenn man die Pässe sieht, die sind jetzt um einiges besser. So wie ich das Ding haben will, kommt mir das auf den Fuß und deswegen hier siebtes Tor für uns. So kann es natürlich weitergehen. Also bei Chelsea kann man jetzt natürlich schon sagen, wir sind viel, viel besser reingestartet als bei Barcelona. Barcelona eher so eine Station zum Vergessen bei uns. Hätte man am Anfang vielleicht auch nicht unbedingt gedacht. Aber das lässt mich immer wieder von der englischen Liga schwärmen, wenn wir hier so spielen können. Oh, und Miralas mit einem schön rausgespielten Flankenball. Und Lukaku muss den nur noch reinköpfen. Gegen drei Mann setzt er sich da durch auf der linken Seite. Und in der Mitte ist er dann schon fast machtlos.
Romelu Lukaku mit dem 12. Tor in der Premier League. Und Hazard darf ihn jetzt hier nochmal auf uns bringen. Leider ist in der Mitte niemand mitgelaufen, wie es aussieht. Doch, Hazard war da. Coleman und ja, damit konnten wir nicht wirklich rechnen. Gibson jetzt wieder auf dem Weg zum Konter. Mal sehen, ob sie sich jetzt schneller entscheiden können, wer dann wirklich abzieht. Aber wir hoffen natürlich auch, dass es gar nicht erst dazu kommen wird, dass die hier vors Tor kommen. Ivanovic klärt. Oh, und wieder Miralas komplett durch. Was machen die denn da? Zweimal dieselbe Situation. Miralas ist nicht zu stoppen auf der linken Seite. Der spielt die Abwehr schwindelig hier. An wieder mal drei Leuten vorbei und dann die Flanke und Barkley braucht ihm wieder mal nur ein Lenken. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Und wie gesagt, die Mannschaft zu loben, habe ich mir nicht gewagt vorher. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, dass es das bisher schon besser gelaufen ist. Aber man sieht's ja, wie das gerade wieder hier komplett aus dem Ruder läuft. Ein 2 zu 0. Ganz schnell aus der Hand gegeben hier. Und das nur aufgrund von einem wirklich guten Spieler, nämlich hier Miralas, der jetzt auf der anderen Seite steht und dann doch mal gestoppt werden kann von Philippe Luis. Aber so einfach darf man es dem Gegner nicht machen, das ist ganz klar. Zweimal dribbelt er sich durch drei Mann durch und kommt dann noch zum Flanken. Also, das sollte man unterbinden können. Lukaku wieder komplett frei und Courtois diesmal mit der Parade. Also die Mannschaft sehr verunsichert gerade. Die Defensivstärke nicht mehr zu sehen. Die Bälle kommen durch und die kommen viel zu leicht zum Abschluss. Und vor allen Dingen die Kopfbälle, da geht niemand mit hoch. Keiner steigt höher. Beziehungsweise überhaupt hoch. Da haben wir ein Defizit entdeckt. Kopfbälle eigentlich für Chelsea kein Problem, aber uns scheint sich da niemand verantwortlich zu fühlen. Hazard gut gedacht, aber nicht ganz so gekommen, wie er sich das vielleicht gedacht hätte. Und wir können jetzt hier nochmal auf der linken Seite durchstarten. Und der Flankenball ist etwas missglückt. Coleman. Über wieder Miralas, der hier anscheinend den Spielmacher mimt. Dürfte auch der stärkste Spieler sein bei denen. Oh, da kommen wir nicht ran. Jetzt kommen die ungenauen Pässe vorne sogar noch. Also, wie gesagt, das hat sich dann doch ein bisschen gewandelt während des Spiels. Am Anfang haben wir da ziemlich gute Pässe gespielt gekriegt. Mittlerweile warten wir auf solche. Und hinten ist man jetzt so verzweifelt, dass man den Ball schon wegschlägt. Baines jetzt hier in die Mitte zu McCarthy und der kommt wieder durch die Leute durch. Willian muss sich da behelfen und deswegen gibt es den Elfmeter hier für Everton. Also das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Wir gucken uns das gerne nochmal an, ob es denn wirklich eine Foul-Situation war. Und ja, er geht vor den Mann. Ich hätte jetzt nicht unbedingt Elfmeter entschieden, aber man kann das natürlich pfeifen. Courtois, jetzt liegt's an dir. Ich hoffe, du hält mal was, aber ich nehme nicht an, dass das so ist. Komm schon. War mir eigentlich schon klar. Entschuldigung. Das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Drei Gegentore bekommen und das schon in der ersten Halbzeit. Zwei nur geschossen. Puh, das wird ein hartes Stück Arbeit in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen. Da können wir Courtois natürlich keinen Vorwurf machen, dass er den da reinlässt. Du musst früher passen, Hazard. So, jetzt mal wieder mit einer Passstaffette. Und
wir gehen an den Leuten vorbei und am Torwart ebenfalls mit dem 3 zu 3 gleich mal die Antwort. Noch immer in der ersten Halbzeit hier. Das 3 zu 3 nochmal mit einem schönen Dribbling von uns. Wir sind als individueller Spieler hier sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Das beweisen wir mit solchen Toren immer mal wieder. Auch auf uns ist hier zu zählen, nicht nur Miralas. Und jetzt ist die Frage, wer startet besser in die zweite Halbzeit? Wer kann jetzt seine bisher doch recht dürftige Leistung noch verbessern? Wobei ich sagen muss sogar, dass Everton mir besser gefallen hat. Auch wenn die anfangs ein bisschen ideenlos waren, aber die haben ihr Mittel gefunden. Das sind die Flanken, die hohen Bälle, die Kopfbälle, die uns hier ins Wanken bringen werden. Und das schon getan haben. Lukaku jetzt ziemlich weit hinten. Eigentlich als Stürmer. Oviedo mit vorne. Und der hat Platz. Der hat sehr viel Platz. Auf Lukaku hier. Und jetzt muss doch mal was gehen. Geht doch der Ball nach vorne auf Hazard. Und der kann sich sogar noch befreien da. Und der schöne Ball hier vor auf uns. Und wir haben wieder genug Raum, um dann zu schießen und das 4 zu 3 einzunetzen. Das war ein richtig, richtig guter Zug und vor allen Dingen ein klasse Pass, den er da bringt, auch wenn der nicht ganz durchkommt. Aber wir haben uns den erobert und konnten dann wieder mal unser Tempo ausspielen hier gegen die gegnerische Abwehr. Und somit wieder mal ein Hattrick für uns. Und das 4 zu 3 für Chelsea. Der zweite Hattrick in Folge sogar, glaube ich. Ivanovic und jetzt Willian auf der rechten Seite. Hazard und wir werden das Ding mal ein bisschen breiter machen. Philippe Luis, Hazard müsste hier wieder in die Mitte spielen und jetzt Ramirez. Und wir stehen bereit. Das hätte man sogar fast noch als Vorteil durchgehen lassen können. Aber ich habe es ja schon oft gesagt, es gibt keinen Vorteil im 16-Meter-Raum. Von daher gibt es hier den Elfmeter für uns. John Stones mit dem Foul. Gegen Ramirez. Und das ist ein ganz klarer Elfmeter. Da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Dem hat er die Beine weggesenkt. Hazard geht und Van Ginkel kommt. Wir werden also defensiver, wollen diese Führung, die sich eventuell jetzt nochmal ausbauen kann durch diesen Elfmeter, verteidigen. Und Eden Hazard muss ihn jetzt verwandeln hier. Und das tut er nicht, um Gottes Willen. Ganz schlecht geschossen von unserem Mannschaftskollegen hier. Ganz lasch und wenig platziert, also... Wir hätten es hier schon klar machen können. Tja, Jungs. Somit bleibt es spannend. Und Willian in der Mitte. Schade. Schöner Schuss von Hazard nochmal. Volley abgenommen. Aber leider kein Tor. Da ist die Frage, ob Everton sich nochmal fangen wird oder ob wir jetzt mit unserer defensiven Ausrichtung hier durchkommen werden. McCarthy kann uns ganz einfach den Ball abnehmen. Allerdings sind wir da, um ihn wieder zurückzuerobern. Und vorne dann wieder Druck zu machen. Schade. Da wollten wir es mal ganz perfekt machen, aber wir sind halt kein Miralas. Die Flanke war dann etwas missglückt nach den 2-3 Dribblings. Lukaku wird wieder frei laufen lassen, aber McCarthy ein bisschen optimistisch. Mit dem Schuss kommt er dann doch nicht ans Tor ran. Und wir mittlerweile mit einer super Quote. Also ich glaube 7 Einsätze in der Liga und 9 Tore. Das ist schon eine Hausmarke. Auch wenn wir damit trotzdem unsere utopisch gesetzten Ziele wahrscheinlich nicht erreichen werden. Die ja sagen, wir sollen hier noch 44.000 Vorlagen machen. Grob über den Daumen gepeilt. Was war das für ein Pass von Miguel?
Der hat vielleicht damit gerechnet, dass wir auf unserer Position bleiben, was wir natürlich seltenst tun. Und Lukaku auf Besic, der hier, glaube ich, neu im Spiel ist. Zumindest bisher keinerlei große Ballkontakte gehabt. Miralas wieder am Ball und den kriegt er auf Barkley gespielt. Weg damit, weg damit. Es gibt's doch nicht. Lukaku kommt wieder zum Kopfball. Courtois glücklicherweise diesmal dran. Aber es bleibt gefährlich über diese Flankenbälle. Das zeigt hier Everton immer wieder, dass sie, was Flanken angeht, wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Wir haben natürlich einen guten Kopfballspieler mit Lukaku in der Mitte. Und anscheinend kann auch Barkley das Ding mit dem Kopf verwandeln. Die sollte man nicht zum Flanken kommen lassen. Da ist er wieder, Barkley. Und ja, wir sollten hier hinten einfach weggehen. Sonst wird von uns verlangt, wir müssen hier irgendeinen Spieler zustellen. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt weiter nach vorne über... Naja, Ivanovic, glaube ich, war es. Der da aber auch nochmal richtig schön weggecheckt wird. Hätte man auch pfeifen können. Wir kriegen eh den Ball, von daher ist es uns egal. Und jetzt sind wir wieder vorne durch und können hier nicht mehr an den Ball kommen. Schade, ein bisschen zu weit vorgelegt, das Ding. Ansonsten hätte es hier wieder eingeschlagen. Der Ball im Aus. Hazard. Und schön auf Van Ginkel. Mikel auf Außen. Ich würde ganz gerne noch ein Tor haben. Das würde uns hier vielleicht eine gewisse Sicherheit verschaffen. Da wir momentan mit nur einer Flanke wieder auf ein Unentschieden rutschen. Und das wollen wir natürlich nicht. McGeady jetzt hier in die Mitte und wir stehen vorne bereit, um hier nochmal durchzustarten. Ich denke, wir sind schneller als der Gegner. Und ja, das war mir schon fast klar, dass er damit rechnet. In der Mitte wäre, ich glaube, Van Ginkel mitgelaufen. Den hätten wir dann nochmal bedienen können. Aber bis dahin kamen wir gar nicht. Barkley jetzt hier auf Lukaku und mit einem Lupfer kommt er sogar noch durch. Miralas wieder mit der Vorlage, allerdings diesmal etwas ungenau. Wieder Miralas auf Lukaku und wieder derselbe Versuch mit einem Lupfer vorne reinzukommen. Bitte lasst Miralas nicht zum Schuss oder zu irgendeiner gefährlichen Situation kommen. Das wäre wichtig. Der Mann einfach zu gefährlich, wird wahrscheinlich auch der beste Spieler des Gegners werden. Und wieder eine Flanke und jetzt weg mit dem Ei. Das Beste, was ihr machen könnt. Dankeschön. Und jetzt versuchen wir es einfach im Laufduell in der Mitte hier vorbeizuziehen. Und der Ball war nicht gut vorgelegt. Somit auch keine Chance mehr für uns, hier ein Tor zu erzielen. Bisschen zu schnell in die Mitte gezogen. Und jetzt können wir nochmal nach vorne. Und wieder nur dieser eine Gegenspieler da, der anscheinend aber sein Handwerk beherrscht. Wir kommen aber vorbei, dürfen hier nochmal ran und trotzdem kommen wir nicht durch. Schade, am Ende gibt es keine Vorlage, aber drei Tore für uns und deswegen gibt es für uns wahrscheinlich auch den Spieler des Spiels und das durchaus zu Recht. Beim Gegner dürfte Miralas sehr gut gepunktet haben, aber hat, glaube ich, nur zwei Tore vorgelegt. Deswegen kommt er eventuell nicht an uns ran. Wo ist er denn? Miralas, eine 7,2 finde ich recht unterbewertet. Zwei Torvorlagen gemacht. 14 von 16 Pässen und 9 von 11 Dribblings. Na gut. Barkley ist auch nicht wirklich gut drauf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Lukaku, ja, nur weil er die Tore gemacht hat, ist er hier sehr gut bewertet. Ihr kennt das, die Bewertung hier. Die brauchen wir eigentlich gar nicht angucken. Macht keinen Sinn. Ja, wir haben die Tore gemacht, deswegen kriegen wir wieder eine super Bewertung. Haben jetzt 9 Tore erreicht und sollen eigentlich in der ganzen Saison gerade mal auf wie viele? 10 Tore kommen. Das heißt, noch ein Tor und wir haben schon unsere Prognose erreicht. Dann sollten wir nochmal 5 Tore vorbereiten. Und die Torversuchsquote, die ist momentan gar nicht so schlecht. Durchschnittliche Bewertung von 8,4 bis zum Ende zu halten, das wird sehr, sehr schwierig. Sei nochmal erwähnt, wir spielen hier auf Legende, also da müssten wir schon in jedem Spiel treffen, dass wir das schaffen.
Chelsea. Ja, wir simulieren das nächste Spiel gegen Nacional Madeira. Das ist Euroleague und ich nehme mal an, da dürfte die Mannschaft kein Problem haben, oder? Wenn man Hertha schlägt, schlägt man auch Nacional, oder? Nein, gegen Nacional verlieren die hier. Das kann doch nicht wahr sein. Nacional Madeira schlägt Chelsea hier mit 2 zu 1. Gottes Willen. Das hätte ich so nicht unterschrieben. Und anscheinend gibt es nochmal die Meldung, wer denn hier dabei ist. Da sind wir. Für Deutschland spielen wir demnächst. Wir müssen mal gucken, wann die Spiele sind. Die waren, glaube ich, relativ zeitnah. Das heißt, dieses Spiel werden wir auf jeden Fall spielen gegen Wales. Und wir sehen ja auch, die sind Zweiter in der Gruppe. Das heißt, es ist sogar das wichtigere Spiel. Von daher habe ich da nichts dagegen. Wir gucken uns nochmal ganz schnell die Tabelle an, ob wir da jetzt Punkte gut gemacht haben mit diesem sehr, sehr knappen 4 zu 3 oder ob uns das nicht wirklich weitergebracht hat. Hier sehen wir nochmal, Wales sogar punktgleich. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Da sollten wir unsere Mannschaft unterstützen. Wenn er jetzt hier mal ein bisschen schneller diese Tabellen durchscrollen würde, wäre ich ihm sehr dankbar. Barclays Premier League. Ja, wir haben Manchester United überholt. Und Liverpool und Manchester City sind genau vor unserer Nase. Jeweils nur einen Punkt weiter nach vorne gedacht. Und dann finden wir die. Von daher momentan alles sehr, 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 sehr spannend. Ich hoffe, das bleibt bis zum Ende der Saison so. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Schuto.